Liebe Zuschauer, Sie sehen der Aktionär TV ganz herzlich willkommen. Ja, die letzten Konjunkturdaten aus China waren gar nicht so schlecht. Dennoch ebbt die Panik mit Blick auf das Land nicht ab. Entwickeln sich die Kapitalmärkte künftig dort anders als die Wirtschaft? Wie geht der Rest der Welt damit um? Und was passiert, wenn in den USA die Zinsen erhöht werden? Welche Auswirkungen hat das im Reich der Mitte? Das alles besprechen wir mit Andreas Paczorek von CMC Market. Schönen guten Tag, Herr Paczorek. Hallo, Frau Erhardt. Herr Paczorek, die Wirtschaftsdaten in China waren jüngst gar nicht so schlecht. Trotzdem ist die Stimmung gegen das Land relativ, sagen wir mal, unfreundlich, die Panik eigentlich groß. Warum dieser Unterschied oder warum dieser Missmut? Die Marktteilnehmer antizipieren, dass es weitere Yuan-Abwertungsschritte geben wird. Wir hatten eine heftigere Abwertung zu Beginn des Jahres. Und hier hatte vielleicht die chinesische Regierung nicht antizipieren können, wie stark die Marktreaktion ausfallen würde. Insgesamt ist der chinesischen Regierung daran gelegen, den Yuan weiter abzuwerten, denn es hat sich eine Überbewertung aufgebaut über die letzten Jahre, bis die chinesische Regierung den Yuan in den Status einer Reservewährung, einer IWF-Reservewährung heben konnte, hat sie diesen stets gestützt. Und das hat dazu geführt, und auch an den US-Dollar gekoppelt, und das hat dazu geführt, dass eben mit der Aufwertung des US-Dollar der Yuan ebenfalls aufgewertet hat gegen den japanischen Yen, gegen den Euro. Damit haben die chinesischen Exportunternehmen auch an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das haben wir dann auch an den Konjunkturdaten gesehen letztes Jahr. Zum Ende hin allerdings hat sich dann gezeigt, dass eben durch die Yuan-Abwertung, die dann auch im August letzten Jahres stattgefunden hat und auch gegen Ende des Jahres, dann die Export- oder Wettbewerbsfähigkeit sich dann doch etwas verbessert hat. Das hat dann auch zu Zahlen geführt, die so an sich gar nicht mal so schlecht sind. Dennoch sehen wir eine Panik an den Börsen dort, und die wird natürlich ausgelöst, unter anderem auch durch eben die Antizipation weiterer Yuan-Abwertungsschritte, und die chinesischen Investoren bringen ihr Geld jetzt noch in den US-Dollar-Raum in Sicherheit, bevor beispielsweise der Yuan weitere 10% fällt und dann auch der Außenwert der chinesischen Assets damit abnehmen würde. Also hier sehen wir so ein Frontrunning und auch eben einen Grund für diese Panikstimmung. Also das Geld wird jetzt in Sicherheit gebracht. Nichtsdestotrotz erwarten ja viele Marktteilnehmer eine Abwertung des Yuan bis auf 7, das als realistisch. Nun kann man ja sagen, Abwertungswettlauf, ja, machen aber auch alle, zumal der Yuan ja seit Jahren auch stark aufgewertet hat. Sie haben schon angesprochen. Was ist denn an der Abwertung in China so anders, dass die Stimmung da so anti ist? Ja, also die chinesische Wirtschaft oder das Exportvolumen hat natürlich auch schon enorme Maße angenommen. Und eine Abwertung des Yuan würde auch andere Schwellenländer im asiatischen Raum dazu verführen, auch ihre Währungen abzuwerten, um auch eben gegenüber der chinesischen Währung wettbewerbsfähig zu bleiben. Und diese Abwertungsspirale ist dann ungesund, weil dann einfach auch die Europäer nachziehen, beziehungsweise, gut, bei den Amerikanern sehen wir jetzt gerade ein anderes Bild, aber das ist etwas, was eben gefürchtet wird. Und diese Abwertung des Yuan würde auch zu deflationärem Druck in anderen Regionen führen. Wenn die chinesischen Exporte billiger werden, dann drückt das das Preisniveau auch in der Eurozone beispielsweise oder im US-Dollar-Raum. Und das bedeutet, dass eben hier dieser Impuls eben gefürchtet wird. Andererseits wiederum von Seiten der asiatischen Investoren oder chinesischen Investoren ist das Problem da, dass wenn China die Währung weiter abwerten wird, dann würde ja der Außenwert eben abnehmen, auch gegenüber dem US-Dollar. Und das ist auch ein Grund, warum die chinesischen Investoren ihr Geld in Sicherheit bringen wollen und eben auch aus dem Kapitalmarkt ziehen, aus den Börsen. Nun kann ja eigentlich China diesen Abwertungswettlauf, wenn man sich die Devisenreserven anschaut, noch eine Weile mitmachen. Ne? Das halten die noch eine Weile aus. Aber wenn man jetzt mal schaut, 2015 flossen ungefähr 600 Milliarden Dollar aus China ab. Wenn jetzt die US-Zinsen weiter steigen und es kommen vielleicht noch 3 Zinsschritte, der Markt antizipiert es nicht, vielleicht nur 1 oder 2, wenn es denn so kommt. Aber dann ist ja zu befürchten, dass Yuan-Dollar-Investments noch unattraktiver werden, dann ist ja der Zinsvorteil sozusagen dann auch irgendwann mal passé. Welche Auswirkungen hat das? Ja, damit kommt der
FED eine wichtige Rolle zu, also nicht nur für die USA, sondern die FED nimmt die Rolle der Zentralbank der Welt ein, kann man sagen. Das heißt, sollte sie andeuten oder den Weg einfach gehen, wirklich 3 Zinsschritte oder vielleicht sogar 4 Zinsschritte dieses Jahr noch durchzuziehen, dann würde das eben den US-Dollar attraktiver machen, das Zinsniveau anheben und die Kapitalflucht könnte beschleunigt werden. Nun wird die chinesische Regierung allerdings jetzt, vermute ich, erstmal nicht am Yuan drehen, diesen erstmal nicht abwerten lassen, um da entgegen zu steuern, einfach weil sie auch die Börsen im Blick hat. Und vermutlich abwarten, bis eine Beruhigung, eine Stabilisierung stattfindet an den Kapitalmärkten. Wenn dies eintritt, dann könnte sie die Freiheit haben, tatsächlich auch den Yuan wieder abwerten zu lassen. Denn längerfristig betrachtet sollte oder gelingt es China, den Yuan, die Yuan-Überbewertung abzubauen, dann würde auch der Anreiz für die chinesischen Investoren in den US-Dollar-Raum zu fliehen abnehmen. Sagen wir haben ein Niveau erreicht, von mir aus ist noch 10% tieferer Yuan-Kurs beispielsweise gegen den US-Dollar jetzt einfach nur in den Raum geworfen. Und die chinesische Zentralbank signalisiert, okay, das ist das Niveau, das wir jetzt erreicht haben, das ist im Prinzip eine faire Bewertung, dann würde der Anreiz fehlen, da das Geld im US-Dollar-Raum in Sicherheit zu bringen. Denn die chinesischen Investoren wissen, okay, der Yuan hat ein gewisses Level, einen Boden erreicht, dann könnte es durchaus zu einer Umkehrung der Kapitalströme zurück in den chinesischen Raum kommen. Warum? Weil wir durch die Yuan-Abwertung einerseits wettbewerbsfähigere chinesische Exportunternehmen haben oder eine Industrie an sich, eine Volkswirtschaft, und gleichzeitig eben auch nicht befürchtet werden muss, dass die chinesischen Assets dann weiter an Wert verlieren im Außenwert. Nun ist aber so ein bisschen immer ein bisschen undurchsichtig, wie sich die chinesische Regierung verhält. Aktuell müssen die Banken dort oder zumindest einige Banken Mindestreservesätze an Yuan vorhalten. Was bringt das? Und wie muss man so überhaupt die Devisenpolitik der Chinesen, die so nicht ganz so durchschaubar ist, einschätzen? Ja, ein Problem für die Marktteilnehmer ist eigentlich auch wirklich tatsächlich die undurchsichtige Geldpolitik. Es wird schlecht kommuniziert von Seiten der chinesischen Zentralbank, was eben China vorhat. Allerdings beim Punkt der Devisenabwertung, jetzt habe ich den Faden verloren. Der Mindestreservesatz. Beim Mindestreservesatz ist es so, dass sie aktuell versucht, den Yuan zu stabilisieren. Also wir hatten die Yuan-Abwertung zum Auftakt des Jahres. Ich glaube, dass die chinesische Regierung das nicht antizipiert hat, wie die Märkte reagieren würden. Und nun hat sie den Fokus zurück auf die Börsen gerichtet, wo wir beim Shanghai Stock Exchange Composite beispielsweise unter die 3000 Marke, die wichtiger gefallen sind und damit auch weitere Kursverluste anstehen könnten. Und nun versucht sie auch durch Regularien den Yuan zu stabilisieren. Also durch diesen Mindestreservesatz für ausländische Banken, die im Yuan investieren wollen, wird eben die Spekulation, die Short-Spekulation im Yuan gedrosselt. Das ist beispielsweise ein Punkt, um hier diese Spekulation und diesen Short-Trade auch zu verteuern. Und andererseits eben versucht sie durch diese Liquidität, die sie in den Markt pumpt, heute alleine 61 Milliarden Dollar einfach in den Markt zu bringen, um die Börsen zu stützen. Also ich denke, der Fokus der chinesischen Regierung ist von der Yuan-Abwertung wieder zurück auf die Börsen gewandert. Und das wird so lange auch anhalten, bis eben hier auch eine Stabilisierung stattfindet. Da wird sie den Yuan erstmal nicht anfassen, denke ich. Welche Folgen hat es denn auch wieder an den Börsen, wenn solche Spekulationen aufgehen, dass auch gerade der Hongkong-Dollar stark fallen könnte? Das ist ja jetzt die nächste Wette quasi. Ja genau, also der Yuan wird ja nach und nach entkoppelt vom Dollar. Also inzwischen ist es so, dass da so ein Mix besteht, aber ganz klar wird das auch nicht kommuniziert. Ein Mix zwischen einem also die chinesische Zentralbank versucht den Yuan an einem Währungskorb von 13 Währungen zu orientieren oder langsam in diese Richtung zu gehen, während sie zuvor den Yuan hauptsächlich gegen den US-Dollar orientiert hat oder den Referenzwert gesetzt hat. Und mit dieser Entkoppelung, die wir hier gegen den US-Dollar sehen, gehen die Spekulationen auch hoch, dass beim Hongkong-Dollar
etwas Ähnliches stattfinden könnte. Die Hong Kong Monetary Authority hat zwar solche Spekulationen versucht zu dämpfen und gesagt, nein, nein, das ist ein Grundpfeiler, wir bleiben bei der Koppelung an den US-Dollar, die seit 30 Jahren besteht. Aber wenn man sich die Optionspreise ansieht, dann wird am Markt bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% zuletzt erwartet, dass die Mindestuntergrenze des Hongkong-Dollar gegen den US-Dollar noch dieses Jahr fallen wird. Und wenn dem so sein sollte, dann hätte der Hongkong-Dollar potenziell noch eine erhebliche Abwertung vor sich. Und das eben wieder treibt die Hongkong-Investoren raus aus dem Hongkong-Dollar, allein aufgrund dieser Unsicherheit und wegen dieses latenten Risikos, dass eben die Koppelung gegen den US-Dollar aufgehoben werden könnte. Und das ist auch das, was wir am Markt aktuell sehen. Der Hang Seng-Index ist heute, oder die im Hang Seng-Index erfassten Unternehmen sind heute vom Marktwert her unter ihrem Buchwert gefallen. Zum ersten Mal seit 1998. Und 1998 hatten wir die Asien-Finanzkrise, platzende einer Immobilienblase. Also wir sehen hier alleine an diesen Kennzahlen, was für eine panikartige Stimmung wir doch hier im asiatischen Raum haben. Eine panikartige Stimmung an den Börsen, die quasi das nächste Börsenbeben ausgehend vom Hang Seng auslösen kann? Das ist eine gute Frage. Es stellt sich die Frage, ob eine Beruhigung eintreten wird, denn letztendlich, man muss die Börse und jetzt die Wirtschaftsentwicklung in China etwas differenziert betrachten. Also die panikartige Stimmung oder die panikartige Einschätzung, kann man sagen, wie sich die chinesische Wirtschaft entwickeln wird, die könnte dann etwas sich legen, denn wir haben ja eigentlich recht gute Konjunktur oder beziehungsweise keine negativen Überraschungen erhalten von China. Und China hat auch genug Währungsreserven, hat genug potenzielle Stimuli-Maßnahmen in der Pipeline, um auch wirklich die Konjunkturdynamik aufrecht zu erhalten. Das heißt, es kann auch sein, dass wir hier einfach eine Übertreibung sehen, aber in solchen Phasen der Übertreibung können eben die Kurse auch noch weiter fallen, auch ungerechtfertigt weiterfallen. Das bedeutet eigentlich eine wirtschaftliche Entwicklung, die okay ist und möglicherweise diese Abverkäufe nicht rechtfertigt, aber eben diese Panik oder diese Spekulation, dass eben der Yuan bzw. der Hongkong-Dollar stärker abwerten könnte. Und wenn die chinesische Zentralbank es schafft, diese Spekulation zu drosseln, dann könnte eine Stabilisierung eintreten, auch im asiatischen Raum. Herr Patschurik, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, Wirtschaftsdaten, die die Panik gegenüber China nicht rechtfertigen und eine Börsenentwicklung, die auch konträr zur wirtschaftlichen Entwicklung verläuft. Vielleicht schafft es die chinesische Regierung, endlich wieder Ruhe da reinzubringen, sodass wir das nächste Börsenbeben, weiß Gott, nicht aus dem asiatischen Raum erwarten müssten. Das erfahren Sie natürlich wie immer bei uns und wir fassen das Ganze nochmal für Sie zusammen auf deraktionär.tv. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.